Verdammt nochmal! Nun geh doch auf! Mensch, Eddie, mach hinne! Wir sind hier sowas von auf dem Präsentierteller! Na los jetzt! Mach endlich diese scheiß Tür auf! Denkst du, ich bin bescheuert oder was? Dieses verdammte Messstück von Tür bewegt sich kein Zentimeter! Mann, Eddie, du Weichei! Du kriegst aber auch nichts geschissen! Du bist herzlich eingeladen, es auch mal zu probieren, du ignorantes Arschloch! Scheiße, wann wird die Scheiße gekommen? Siehst du? Egal, hier sind wir erstmal in Sicherheit. Das ist ja finster wie im Arsch von unserem Ufts. Kennt sich erschreckend gut im Arsch unseres Ufts aus. Hast du wohl ein bisschen mehr Zeit drin verbracht, was? Dir stopp mir gleich ein lautes Maul, du kleiner Pisser! Geht's noch? Weißt du, wo du das Schrauben locker? Weil sofort auf damit! Max, was hilft mir? Und was mit denen da draußen? Kennt das ein Schipper? Was hilft mir? Walter, lass mich sofort los! Sonst kriegst du als nächstes aufs Maul! Haben sie dir ins Hirn geschissen, Günther? Was denkst du, wo du hier bist? Bei dir zu Hause? Auf dem Bauernhof, während du den Nachbarsjungen vermöbelst? Schluss jetzt! Da draußen ist der Feind. Ihr könnt euch aufs Maul hauen, bis der Mond aufgeht. Aber erst, wenn wir in Sicherheit sind. Verstanden? Ganz wunderbar. Dann sehen wir uns mal um, was auch immer das hier sein mag. Sieht doch verdammt nach einem Bunker aus, oder? Oder vielleicht doch der Arsch vom Ufts. Du kannst einfach nicht deinen Maul halten. Du Klugscheißer, was? Gut jetzt. Eddie, du schaust dir mal die Tür an. Günther, du schaust nach, ob du ein Feuerzeug oder sonst was dabei hast. Wir brauchen mehr Licht. Kapiert ihr das? Warum versuchen die nicht, uns hier rauszuholen? Ich höre da draußen nichts. Max?
Max ist weg. Was heißt hier weg? Der war doch gerade eben noch da. Tada! Schaut mal, was ich gerade gefunden habe. Dein Gehirn? Max? Mensch, Max! Keine Zeit für Spielchen! Beweg deinen Arsch hierher, und zwar sofort! Teufel! Max, alles in Ordnung? Max! Ich hab da was gesehen. Irgendwas war da bei Max. Und dann ist es einfach verschwunden. Mensch, Günther, erzähl doch keinen Stuss. Wir haben jetzt keine Zeit für irgendwelche Ammenmärchen. Da ist nichts. Nur Licht und Schatten. Hey, Max, hörst du mich? Mensch, jetzt sag doch was! Pass auf Max auf. Gib ihm ein bisschen was aus deiner Feldflasche. Ich kümmere mich um Günther. Mensch, Günther, bist du jetzt total bescheuert? Was ist los mit dir? Hey, hier bin ich. Na los, rede mit mir. Hier ist etwas,
Sowas von nicht in Ordnung. Wir müssen hier raus. Sofort! Nicht zu nah! Bleib sofort stehen. Bleib stehen, verdammt! Was? Warum? Eddie! Nein! Warum schießt du auf mich? Nein, was für eine verfluchte Scheiße. Oh Mann, das ist doch nicht normal. Was für ein Haufen Kuh bist. Das war nicht mehr Max. Hört ihr? Er ist einfach wach geworden und hat mich so komisch angeguckt. So hungrig. So gierig irgendwie und dann ist auch wieder losgegangen. Wir müssen hier raus. Ist mir scheißegal, ob da draußen eine verfluchte Armee auf uns wartet. Ich bleib jedenfalls keine Sekunde länger hier in diesem scheiß Grab. Los, räumst du den Gang aus? Günther, wir brauchen dich hier! Wieso jagen wir diesen scheiß Bunker nicht einfach in die Luft? Klasse, Günther, du Erbsenhirn. Fällt dir was auf? Solange sich diese Scheißtür nicht öffnen lässt, gehen wir alle drauf, wenn du deinen genialen Plan in die Tat umsetzt. Wir müssen was unternehmen, bevor die Taschenlampen und Feuerzeuge den Geist aufgeben. Wir müssen dieses Ding bekämpfen. Oh nein. Das Ding, verdammtes. Na los, geh wieder an. Na los, du Fetzfunzel. Du Beschissene, geh wieder an. Meine Fliege, was auch immer du bist. Sonst trinke ich dir deinen verdammten Monsterarsch. Du Mistgeburt, du Verfluchte. Was soll der Scheiß? Mensch, Günther, das nützt doch nichts! Ich will hier raus! Der Flug der Scheiße! Krieg dich wieder ein, verdammt! Bist doch sonst nicht so ein Schisser! Wir schaffen das, aber dazu müssen wir die Ruhe bewahren. Hörst du? Himmel auch. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Wir können die Tür aufsprengen. Ach ja?
Und wo sollen wir in Deckung gehen? Dieses Etwas wartet doch nur darauf, dass wir in seine verfluchte Gruft steigen. Ich weiß, das klingt jetzt bescheuert. Aber ich wäre jetzt lieber in einem Drecksloch von Schützengraben. Da weiß ich wenigstens, wer mir das Licht auspusten will. Das hilft uns jetzt nicht weiter, Günther. Wir sind nun mal hier. Und wenn wir nicht ganz schnell was unternehmen, wird das hier unser Soldatengrab werden. Ich warte nicht darauf, dass wir demnächst im Dunkeln stehen. Dieser beschissene Bunker wird nicht das letzte sein, was ich sehe, bevor ich ins Gras beiße. Gib mir deine Granate, Günther. Eine Chance. Drückt mir die Daumen. Und jetzt geht's in Deckung. Günther! Lass mich hier nicht allein! Max! Max, das kann doch nicht sein! Ich bin hier! Hier drüben! Max! Wo bist du? Er ist der größte Blödmann, der mir seit Kriegsbeginn begegnet ist. Aber das hat er nicht verdient. Wir können ihn hier nicht einfach zurücklassen. Alter!
Nice shot. One damn crowd less. Open up. What? Why me? Because I say so. You can't tell me what to do. You want to start a fucking discussion? Open the goddamn door!